Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Ja, ab heute steht uns ein neues Update zur Verfügung, nämlich es gibt neue Missionen. Ja, es ist lang her, dass ich das gezockt habe. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Ja, ich bin euer Wrestler 1973. Hell yeah! Ja, schauen wir mal auf die Karte, was wir da Neues bekommen haben. Da haben wir es. Silent Spade. Oder so. Ja. Jetzt gerade schauen, wo wir da haben. Hier oben. Hier. Mit Scott Mitchell reden. Ja. Leute. Auf der PS3 hat es Ghost Recon Future Soldier gegeben. Habe ich gelesen. Und dass es jetzt hineingenommen worden ist, finde ich super. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal nach Media Luna. Oder nehmen wir die Schnellreise. Ja, wir müssen dann nachher wieder. Ja, dann gehen wir hierher in diesem Fall. Ja, schön seid ihr auch mit dabei. Ich mache das Ganze auf Schweizerdeutsch. Und ich hoffe, ihr habt Spass bei meinem Video. Ja, es ist lang her. Ja, und mittlerweile die Challenge, die da kam, habe ich aufgegeben in den letzten Wochen. Es war immer das Gleiche. Und jetzt, wo das neue Update kam, habe ich gedacht, komme ich wieder zurück nach Bolivien und fange einen neuen Auftrag an. Oder nehmen wir einen neuen Auftrag. Gut, wir nehmen hier, haben wir ein Auto oder so, sonst nehmen wir den. Wir bestellen hier einen Heli, natürlich. So. Ganz voll. Hubschrauber bestellt. Oje, wir haben euren Helikopter. Okay, wir fahren. Oh, ich muss mich wieder dran gewöhnen, da hier. So. Ja, seht ihr. Das ist ja der erste Unfall. So. Ja, es ist halt, wenn man noch anders. Ab dafür! Noch anders gezockt hat. Aber ich denke, das. Halt schon her! Hier laufen Gegner rum. Sehe einen Soldaten, er ist allein. Jo. Okay, wir lassen mal hier. Der Heli sollte hier unten sein. Bitte. Ist echt da auf der. Ah, dort ist er, hä? Ah ja, wieder am dümmsten Ort. Wir müssen hier runter. Na, ja, komm, ach, ab, ach, ach. Ja, so, runter. Okay. Alles gut, alles sauber. Alles gut, alles sauber. Ja, letztes Mal haben wir ja, Heli im Anflug. Aufpassen, Gegner im Bereich. Der, Auftrag Rainbow Six gehabt. Hat mir auch sehr gut gefallen. So, jetzt. Heli. Jetzt gehen wir da her. So, also. Runter! Ich sitze, los geht's. Ah, wir warten noch gut. Halt, die werden dich sehen.
Ich habe gerade keine Lust, irgendwie noch. So. Gut. Los geht's! Scott! Wir kommen! Hell yeah! Die Musik klingt schon sehr gut, spannend vor allem. Ah, haben wir ihn. Ah, ich wollte etwas trinken. Scott Mitchell. Ja, aber das wäre jetzt Special Operations 3, wo sie das Update gemacht haben. Was ist das da hier? Was wären? Reden. So, los. Nomad, lange nicht gesehen, Boss. Ich hoffe, Bolivien bekommt ihn. Es hält uns auf Trab. Solange Sie noch im Dienst sind, wir haben ein neues Problem, bei dem Sie uns helfen könnten. Welches? In Bolivien gibt's wohl noch mehr als nur waffenfähiges Kokain. Sie haben Uran unter all den Pflanzen entdeckt und begonnen, es zu fördern. Scheiße. Es kommt noch schlimmer. Wir haben Informationen, dass russische Ultranationalisten dabei helfen und einen Teil abbekommen. Ganz sicher? Wir haben einen Ghost vor Ort, einen aufgeweckten Jungen, der die Unidad als russischer Agent infiltriert hat. Codename Little Brother. Süß. Die Unidad schickt bald Uranproben an Russland. Die müssen wir abfangen. Kontaktieren Sie Little Brother. Er führt Sie durch den Einsatz. Verstanden. Ja, Little Brother. Also wir haben jetzt die Informationen bekommen von Scott Mitchell, dass wir jetzt zum Sammelpunkt müssen. Oh Mann, Mitchell mischt jetzt in Bolivien mit. Ich hoffe, er ist am Schreibtisch nicht eingerostet. Niemals. Sobald er zurück im Gefecht ist, kommt das von allein. Wir bringen die Band wieder zusammen. Die Band. Yo. Der Heli, wo haben wir den parkiert? Da oben. Oh! Okay. Ja. So. Waffen mal verräumen. Los geht's. Little Brother. Sammelpunkt, da haben wir da oben. Little Brother, you're Nomad. Oh, Scheiße, nennen Sie mich nicht so. Kann es nicht was Cooleres sein? Was? Weiß nicht. Vielleicht Spade. Ich mag Spade. Spade? Ich gefährde doch die Operation nicht wegen eines neuen Codenamens. Wenn Sie ihn nicht mögen, klären Sie das mit Griffin. Scheiße. Alles klar. Alter Mann. Wir haben einen engen Zeitplan. Wie ist die Lage? Wir haben den Ort abgeriegelt. Wir kommen nur per Fallschirm rein. Ihr müsst vom Felsen da oben abspringen. Welche Begrüßung erwartet uns? Ich säubere die Landezone für euch. Mehr kann ich nicht anbieten. Geht einfach rein. Ihr braucht doch nicht die Schuhe auszuziehen. Aber dafür Rotteppich auslegen.
So. Oh, Fotomodus. Moment, der Fotomodus ist aktiv. Drücken Sie zu wechseln. Sie können einen Fotomodus in... Während Sie Foto befinden, können Sie... Oh, okay. Steuern Sie den... steuern Sie die... Ah, okay. Ach so, läuft das. Moment. Cool. Coole Sache. Ufe. Ah so, okay, mit R2 ufe und mit L2 runter. So. Okay. Ja, schaut mal, wir sind ready. Ready. Nomad hat eine komische Haltung. Yeah. Cool. Cool, cool. So. Also das heisst L3 und R3. Okay. Super. Yeah. Schon voll parat da, mein Team. Hello? Ja, sehr gut. Also. Base Jump, ja, das wissen wir gehen. Oder rennen Sie Clip und drücken Sie. Okay, ziehen Sie. Ja. Okay, das wissen wir aus. Gut, also. Moment, noch was. Bleibt unentdeckt. Falls ihr gesehen werdet, ist der Einsatz vorbei. Glaubst du wirklich, wir können dem Typen trauen? Griffin birgt für ihn. Griffin springt auch nicht in einer Unidad-Basis ab. Manchmal muss man einfach Vertrauen haben. In Gott, meinst du? Und Griffin. Okay, halten wir Anlauf. 1, 2 und 3. Yeah! Wir sollten genau hier können landen. Gut, das ist gesäubert worden, so wie es gesäunt hat. He? So. Ufe, ufe, ufe. Sehr schön. Wir sind drin. Yeah, perfekt. Okay. Schau Dämpfer dran. Sehr gut. Okay. Little Brother. Little Brother. Schön, dass ihr es geschafft habt. Wir kennen unseren Job. Mittlerweile hat die Unidad die Ladung im Hubschrauber und wartet nur noch darauf, sie von hier wegzuschaffen. Warum haben sie sich den Vogel nicht einfach geschnappt? So einfach ist das nicht. Die schreiben hier Sicherheit groß. Das Cockpit ist abgeriegelt und nur der Pilot kennt den Code. Also schnappen wir ihn und seinen Code. Warum sind wir nochmal hier? Das hätte unser Heißsporn doch allein regeln können. Der Code ändert sich täglich. Woher sollte ich wissen, wann ihr Relikte hier auftaucht? Mit dem Code hätten sie jederzeit rausfliegen können, Kleiner, oder? Nun, nicht jeder weiß, wie man so ein Ding fliegt. Scheiße!
Ja, der Pilot ausfindig machen, ohne entdeckt zu werden. Okay, also. Wow, was zur Hölle ist das? Mein optischer Tarnanzug. Wow. Reaktive Tarnung? Seit wann? Das ist nur ein Prototyp von Skelltech. Ich soll ihn im Einsatz ausprobieren. Merken Sie mich auch für einen vor. Irgendwann vielleicht. Sofort, der Otto so eine. Ja, aber der kannst du voraus, hä? Hey. Okay. Wow, 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 wow. Hast du einen am Haken? Ja. Man ist halt einfach dran. Ich will dich sehen, warte. Auf jeden Fall nicht. Aber jetzt. Da oben rein. Drohne fliegt. Ah, ist natürlich klar. Die Drohne ist hin. Die haben einen Jammer. Oben. Ich sehe zwei Unidad-Schützen. Beim Helipad. Da. Wow. 135 Meter. Das ist Nord 2 in diesem Fall. Die umgeben wir. Gegner im Anmarsch! Ja, bleib still! Scht! Nicht so laut. Wow, das sieht schon geil aus. Ich will auch so einen. Vielleicht behalten wir im Verlauf vom... Oh! Hab ein drittes Ziel. Geh in Position. Augen auf, Rückpfosten, da kommt jemand. Der Anger. Bin bereit. Tango getötet. Wo müssen wir... Jetzt muss ich gleich schnell... Ah, hier. Okay. Was haben wir da noch? Ich will das noch holen, da hier. Ganz kurz. Gefahr im Verzug! Gefahr im Verzug! Wow! Hör zurück! Der Tango könnte dich sehen! Oh, oh. Jetzt habe ich natürlich den Fotomotor ausgedrückt! Dokument nehmen. Okay. Gegner im Anmarsch. Oh, Ufer, Ufer, Ufer. Ufer, Ufer, Ufer. Hei, hei, hei. Oh, 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 oh. Oh, da sind drei. Oh, hey, ich sehe zwei Schützen. Drüben am Reifenstapel. Oh, wow, wow.
Hey, mein rechter Pilot. Moment. Der sollte hier sein. Ach, hier. Feldstecher. Hab noch einen, mach fünf. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Ich habe hier einen Generator. Sehe zwei Soldaten. Ich sehe niemanden. Am Eingang zum Lager. Shit. Gesichtet. Man muss auch doch hier drin sein, oder so. Hier auch. Ja, suchen wir noch ein bisschen. Da sind wir drinnen gewesen. Ist er auch da hinten? Irgendwo in der Zelt drinnen wahrscheinlich. Penne. Hier. Nee. Wow. Gefahr im Verzug. Wo haben wir nach? Ah, wir checken alles ab da hier. Einfach ein bisschen aufpassen. Okay. Augen auf, Vollpfosten! Da kommt jemand! Wir haben sie aufgescheucht. Na los! Warte, die sehen dich. Wir wollen den Heli. Gib mir den Code. Sturiter! Bitte bis jetzt! Hoffen. Wow. Wir müssen weitermachen. Wir wollen den Heli. Gib mir den Code. Sturiter! Bitte bis jetzt! Hoffentlich kannst du Englisch oder wir haben ein Problem. Da, sicher. Ich spreche ihre Sprache. Ich verrate den Code.
Okay. Ich spreche doch Russisch. Ich hätte ihn verhören können. Du hättest gar nicht grob werden müssen. Wir haben, was wir brauchen. Kümmern Sie sich um den Hubschrauber. Ich markiere euch den Bereich. Ja. Was haben wir da? Builds. Okay, geboren und... Okay. Weiter geht's. Wisst ihr, Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. Das kann aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Ich würde nicht meinen Arsch drauf verwetten. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Okay, weiter geht's. Oh, da kommen wir rein. Wir gehen hier durch. Da, ich will deine Tarnung da. Oh, ich liebe es, wieder Ghost Recon zocken. Unidad Heli, unten bleiben. Okay, dann geht da rein. So. Also, dort hat es vier. Vier Stück. Eins, zwei, drei. Roger, Ziel erfasst. Kann loslegen. Deck alles hin. Sehr gut. Oh. Aber. Am Haken? Nein, ist gut. Dann haben wir da das Nachtsichtgerät. Unidad mit einer Maschinenpistole erst allein. Helipad checken. Ah, okay. Hier raus. Boah. So. Oh. Gegner im Anmarsch. Mit dem sind's fünf. Oh, ist der geflogen. Zurück, bevor sie dich entdecken. Was ist mit der Flugabwehr? Die ballern uns vom Himmel. Wir sollten die Generatoren lahmlegen. Aber. Gefahr im Verzug. Oh, Achtung. Echt jetzt? Du bist der mieseste Ghost aller Zeiten. Ja. Ich hätte den nicht sollen. Du bist der mieseste Ghost. Ja. So. Niedrig einfliegen, ohne entdeckt zu werden. Markiere Feind. Ah, ich wollte immer den Fotomodus. Scheiße! Ah, immer drücken, ich.
immer drücke ich L3 und R3. Das hätte sie ein bisschen anders machen können. Ah, shit. Ja, das ist blöd. Wenn du nachher L3 drückst oder R3 und dann kommt der Fotomodus auf. Ah. So, nochmal. Ah, die haben wir gesehen. Ach so. Ich sehe noch einen Tango. Feind markiert. Ja, ich komme besser gut. So drum um. Ja. Nein, ah, ich muss gleich so durch. Ja. So, okay. Tango. Okay, wir haben okay, unterwegs. Suche da. Eine gute Position. Roger, und Ziel markiert. Da. Ich sehe das Ziel. Unterwegs. Bin schussbereit. Abschuss Ziel angreifen. Locker bleiben. Das ist gut. Okay. Okay. Wo ist eigentlich unser Kollege da? Hey, ein Soldat mit einer Maschinenpistole. Hey Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. Mhm. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Ich würde nicht meinen Arsch drauf verwetten. Auf keinen Fall.
Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. So. Boah. Wir sind fast dran. Oder nur fast. Ja, super. Cool. Gut. Achtung, Soldaten! Wo hast du sie? Beim Helipad. Ja, ist gesehen. Eine. Roger, suche eine Festung auf neue Position. Okay, Ziel markiert. Kann loslegen. Ah, Moment. Ah, ich muss das anders machen. So. Okay. Roger, ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Verstanden. Unterwegs. Sehe das Ziel. Okay. Bin schussbereit. Ah! Scheißwinkel. Scheißwinkel ist das. Moment. Na gut, wir müssen eigentlich nur die zwei nehmen, da hier. Roger, Ziel markiert. Ein Drecksack weniger. Okay, mit Heider Heli. Ich mach das, ich fliege. Runter, sonst wirst du entdeckt. What? Nee. Ach. Na, ah, super. Ja, Leute. Ich mache das in der nächsten Folge. Ach. Ach, Herrje. Ja, am besten alle ausschalten, weil das bringt nichts, wenn ich da etwas riskiere. Ja, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Weil ich wollte es auch nicht zu lang machen. Und ich würde sagen, sehen wir im nächsten Part. Okay, ja, also. Haut euch, ich bin mal weg. Euer Wrestler 1973. Hell yeah. Und bye bye.